Sales Drive oder besser gesagt die Sales Driven Company. Darum geht es in diesem Video. Mein Name ist Hartmut Sieg, Ihr Experte für die Themen Key Account Management, strategisches Verkaufen, B2B und der persönlichen Produktivität. Und heute geht es so ein bisschen mehr in den Bereich rein, Key Account Management und strategische Kundenbearbeitung. Ich habe ein Buch gelesen. Das Buch trägt den Titel Sales Drive. Geschrieben hat es Professor Dr. Dirk Zupanzis, ein Kollege, Partner, EFKAM-Freund, EFKAM-Gründungsmitglied von der European Foundation for Key Account Management. Ein Kollege, den ich unheimlich stark schätze. Und Dirk steht für mich für zwei große Themen. Das eine ist Key Account Management, ist einer der Gründungsväter des Key Account Management Modells nach St. Gallen oder aus St. Gallen, von der Uni St. Gallen. Und zwar entsteht er halt für Sales Drive. Und seit 2007 beschäftigt er sich schon mit dem Thema Sales Drive und Sales Driven Company. Das wusste ich gar nicht, dass es schon so lange her ist oder so lange und so intensiv ist. Und ich habe mir das Buch mal durchgelesen aus der Perspektive des Key Account Managements und für Sie mal so drei Gedanken zusammengetragen. Und die Überschriften lauten: Nummer 1, sind Sie eigentlich in einer Sales Driven Company unterwegs? Nummer 2, wie gut sind Sie aufgestellt bezogen auf die 6 Erfolgsfaktoren im Vertrieb heute? Und Nummer 3, machen Sie wirklich eine Kundenbearbeitung nach Kundenwert? Wenn Sie diese Themen interessieren, dann bleiben Sie gerne dran. Starten wir mal mit Sales Drive und Sales Driven Company. Was ist überhaupt Sales Drive? Professor Wirth hat mal gesagt, 95% unserer Kernkompetenz liegen im Vertrieb. Und wenn dieses Statement auch irgendwo so in sozialen Medien gepostet wird, dann führt das zu intensiven Diskussionen. Und gerade bei deutschen Unternehmen gefühlt auch bei Managern, Geschäftsführern und Inhabern sehr häufig zur Schnappatmung. Um die Wahrheit zu sagen, sehr häufig, auch heute noch, sind wir in Deutschland eher bekannt für was? Super coole Ingenieurskunst, hohe Qualität, hohe Zuverlässigkeit, hervorragende Serviceleistungen, Dienstleistungen, alles so high-end und wirklich gut durchdacht. Ja, dafür stand Made in Germany und steht Made in Germany heute noch. Herausforderung ist jetzt aber was? Aufgrund der Globalisierung, Digitalisierung, der immer kürzeren Produktlebenszyklen werden Produkte, Dienstleistungen, Lösungen immer stärker vergleichbar. Man könnte auch sagen, alles wird so ein bisschen kommoditisiert. Und das hat im schlimmsten Fall aber ja was zur Konsequenz. Am Ende, wenn Leistungen vergleichbar sind, werden nur noch zwei Aspekte wichtig und das ist Verfügbarkeit und Preis. Und wenn Sie jetzt wirklich aus dieser Vergleichbarkeit rausbrechen wollen, es aber nicht mehr über Produkte und Dienstleistungen können, ist ja die Frage, wie schaffen wir es dann? Und die Antwort von Dirk Zupanzis heißt Sales Drive oder die Sales Driven Company. Und vielleicht mal ganz kurz die Definition so auf den Punkt gebracht, wie er Sales Drive bezeichnet oder definiert. Ich lese mal das Zitat aus dem Buch vor. Sales Drive bezeichnet das kontinuierliche Streben von Personen, Sales Driven People, und Unternehmen, Sales Driven Companies, durch konsequente Kundenorientierung und höchste Professionalisierung in Vertrieb und Marketing klare Wettbewerbsvorteile zu erzielen und ein nachhaltiges, profitables Wachstum zu erreichen. Entschuldigung. Und das heißt, die Kundenorientierung ist die Basis, ist der Kern. Aber, und da gebe ich Dirk recht, Kundenorientierung hat von Haus aus eher etwas Reaktives. Wir versuchen ständig sozusagen rauszubekommen, was eigentlich dem Kunden wichtig ist, wo sein Schmerzpunkt ist, wo er seine Herausforderung gerade sieht. Und wenn man da mal dieses Konzept nimmt, dann haben wir so einen Challenger-Seelen-Ansatz noch auf einer anderen Ebene zu sagen, hey, wir müssen den Kunden so zum Nachdenken bringen. Und auf der dritten Säule so ein bisschen, gerade in Deutschland neigen wir dazu, Kunden auch zu Tode zu beraten, also die bestmögliche Lösung immer noch mal wieder zu erweitern und zu verschönern. Also wir beraten mehr, als dass wir verkaufen. Und Sales Drive macht die Kombination quasi aus
hochentwickelter Kundenorientierung plus proaktiven Verkaufsansatz, um den Kunden auch wirklich dann zum Kaufen zu führen. Achtung, kein neues Hard-Selling, ja, sondern wirklich der Kunde mit seinen Anforderungen und Bedürfnissen steht im Fokus. Und je besser wir die können, kennen und letztendlich dann auch seine Herausforderungen bedienen können, damit lösen können, je eher werden wir auch einen Wettbewerbsvorteil wirklich erarbeiten können. Auch in einem vergleichbaren Umfeld. So, und jetzt, also so drei Gedanken, die ich für mich aus dem Buch nochmal so rausgezogen habe. Gedanke Nummer eins, sind Sie eigentlich heute eine Sales-Driven Company? Sind Sie in einer Sales-Driven Company unterwegs? Und ich habe mal für mich so eine ganz kleine Checkliste aufgeschrieben und Sie können die ja gedanklich mal mit mir so durchgehen und mal überprüfen, wie es in Ihrem Unternehmen so aussieht. Nummer eins. Bringen sich Führungskräfte und auch die Geschäftsführung aktiv in die Interaktion mit den Kunden ein oder sagen die eher, das ist Vertriebssache? Machen Führungskräfte eine Mitreise mal zum Kundentermin oder ist die Frage, hey, welchen Beitrag kann ich als Führungskraft in der Beziehung zu diesem Kunden leisten, um diese zu stabilisieren, das Ganze nach vorne zu bringen, den Kunden abzusichern und auszubauen? Zweitens. Verstehen sich Servicetechniker, Monteure wirklich als Teil eines Teams, das den Kunden gut verstehen, gut beraten, gut bedienen, aber auch am Ende des Tages ein Stück weit Teil vom Verkauf mit ist. Das heißt, proaktiv Verkaufschancen wahrzunehmen, auch den Kunden aktiv anzusprechen, also auch diese aktive Rolle immer dabei mitzuspielen. Oder ist das etwas, nee, wir haben hier Servicetechniker, da haben wir die ehrlichen Monteure, hier haben wir die ehrlichen Ingenieure und dann haben wir da noch die Verkäufer. Nummer drei, das finde ich spannend, das ist gerade wieder vor ein paar Wochen wieder live so passiert. Erstellt Ihr Produktmanagement eigentlich Unterlagen, die wirklich den Kunden, seine Prozesse, Abläufe, Probleme, Begriffe in den Mittelpunkt stellen und darauf aufbauen, wirkliche Mehrwertargumente bieten oder sind die Unterlagen technisch korrekt? Man mag es nicht glauben, auch heute noch, 2020, ich sehe ganz viele Produktpräsentationen, wenn neue Produkte auf den Markt kommen, die sind hochgradig technisch und wenn, dann zeigen sie manchmal auch sogar Mehrwerte auf, aber dann gleich 20 Stück auf einmal, wenn wir in die Tiefe reinschauen, dann stellen wir fest, für den Kunden ist das alles ganz nett, aber kein wirklicher Mehrwert. Also sind unsere Unterlagen, die vom Produktmanagement kommen, kundenfokussiert oder produktfokussiert? Sind sich die Abteilungen jenseits vom Vertrieb bewusst, welche Bedeutung einzelne zum Beispiel Key Accounts wirklich haben und welche extra Meile sie für diese wichtigen strategischen Kunden eigentlich kennen sollten, gehen sollten? Mein Lieblingsbeispiel bleibt ja immer, ein Key Account hat vergessen, seine Rechnung bezahlen. Was passiert in Ihrer Finanzbuchhaltung? Setzen Sie den Kunden auf Lieferstopp oder geht da ein kleines Lämpchen auf dem Bildschirm hoch, Achtung Key Account, Sonderschleife über den Key Account Manager fahren oder was immer es ist. Key Account Management ist kein Vertriebsansatz, sondern ist ein Unternehmensansatz. Sales Drive ist kein Thema des Vertriebs, sondern ist ein Unternehmensansatz. Sales Driven Company. Kennen Sie wirklich die Punkte, die Sie aus Sicht des Kunden eigentlich auszeichnen? Also wissen Sie, warum Ihr Kunde wirklich mit Ihnen Geschäft macht? Oder glauben Sie, diese zu kennen? Nächster spannender Punkt, finde ich auch total wichtig. Sind Social Media Aktivitäten eigentlich Aufgabe der Marketing-Truppe da hinten? Oder versteht sich jeder Mitarbeiter so, dass er Teil dieser Kommunikation in den Markt hinein ist? Da finde ich ganz unterschiedliche Ausprägungen auf der Führungsebene wie auch auf der Mitarbeiterebene in sozialen Medien. Total spannend. Reden Sie nur über Selling und Account Teams oder leben Sie heute wirklich einen Teamansatz, um wichtige, zum Beispiel Key Accounts, über verschiedene Ebenen, Hierarchiestufen und Funktionen hinweg zu bedienen, zu bearbeiten und kontinuierlich dran zu bleiben? Aber wenn Sie nur mal diese paar Punkte nehmen, könnte die Liste durchaus noch weiter ausbauen. Wenn Sie nur diese Punkte nehmen, wie sieht es aus? Sind Sie in einer Sales-Driven Company unterwegs oder eher noch nicht? Spannend, oder? Ich kenne mehr Product-Driven Companies als Sales-Driven Companies. Gedanke Nummer zwei. 6 Erfolgsfaktoren im Vertrieb. Die hat Dirk sehr schön beschrieben und wir können die mal ganz kurz durchgehen und ich lade Sie ein, mal für sich als Account oder Key Account Manager zu überprüfen, wie gut sind Sie in diesen 6 Punkten unterwegs. Punkt Nummer 1.
Sie machen deutlich mehr Kontakte. Spitzen, Verkäufer, Accountmanager machen deutlich mehr Kontakte. Ich fand das total spannend, in der Corona-Zeit zu sehen, einen Key-Account-Manager, den ich sehr schätze, lieber Lutz, an dieser Ecke herzliche Grüße, du weißt, wer gemeint ist. Der hatte auch in Corona-Zeiten Homeoffice für sich eine Liste mit den ganzen Kontakten, die er an dem Tag einfach abtelefonieren wollte. Teilweise Wellness-Call, einfach nur, hey, ich bin für dich da, gibt es irgendwas, was ich tun kann? Auch ohne, dass da direkt irgendwie ein Abschluss drauf kommt. Einfach da sein, teilweise Analyse reinzugehen, was tut sich beim Kunden gerade, Wettbewerbsanalyse, was tut sich da im Markt, wer agiert der, wie auf dem Markt. Der hat eine Liste stumpfsinnig abgearbeitet. Der hätte sich auch einen ruhigen Lenz machen können im Homeoffice, hätte keiner gemerkt. Nein, tagtäglich seine Kontakte durchgearbeitet. Der war fleißig. Wie fleißig sind Sie? Wie viele Kontakte hatten Sie heute schon zum Kunden? Nummer 2. Top-Verkäufer priorisieren Kunden und setzen Schwerpunkte. Und ich zeige Ihnen mal hier ein Bild aus dem Buch von Dirk. Finde ich total cool. Einfach mal so ein kleines Werkzeug zu nutzen. Wie groß ist eigentlich die Auftragswahrscheinlichkeit? Gering oder hoch? Und wie groß ist eigentlich das Umsatzpotenzial eines Kunden? Oder Sie können auch ein einzelnes Projekt nehmen. Denn was sich immer wieder zeigt ist, und das sehe ich auch in jedem Projekt, Spitzen, Account Manager, Key Account Manager, Verkäufer haben alle eins gemeinsam. Sie kennen ihre Top 5 Kunden oder innerhalb eines Key Accounts auch die 5 Standorte, Top Standorte, Top 5 Länder mit dem größten Potenzial, was immer es ist. Und sie kennen ihre Top 5 Business Opportunities. Müssten Sie jetzt ins CRM-System gucken, um diese nachzukontrollieren, oder können Sie mir die einfach so nennen? Und Sie können ja mal Ihre Kunden respektive Ihre Opportunities in dieses Werkzeug vom Dirk eintragen. Finde ich total spannend, um dann mal zu überprüfen, sind Sie eigentlich, was Ihr Zeitpensum angeht, an den richtigen Themen genug dran? Nummer 3. Top-Spitzenverkäufer und Account-Manager bieten echte Mehrwerte. Das sagt sich immer so locker flockig. Was ich sehr häufig erlebe, ist, wenn zum Beispiel auch ein Key Account Manager ausgetauscht wird, neues Personal am Start ist, dann kommt so ein neuer Key Account Manager, das erste Mal zu Kunden, stellt gegebenenfalls nochmal kurz auch das eigene Unternehmen wieder vor, einfach so aus Höflichkeit, und der Kunde sagt, wow, wusste gar nicht, dass Sie das auch machen. Haben Sie wirklich eine Ahnung, warum am Ende des Tages Ihr Kunde bei Ihnen kauft? Kennen Sie die kaufentscheidenden Faktoren Ihres Kunden? Und kennen Sie die Faktoren, wo Ihr Kunde wirklich sagt, dafür stehen Sie? Deswegen mache ich es mit Ihnen. Da bieten Sie mir einen wirklichen Mehrwert. Und ich liebe auch nach wie vor den Punkt zu machen, die Unterscheidung zu machen zwischen einem USP und einem UVP. Ein USP geht relativ schnell hin und sagt, was macht dieses Produkt einzigartig? Ein UVP, Unique Value Proposition, stellt immer den Kunden in den Mittelpunkt, nämlich die Frage, welche kaufentscheidenden Faktoren hat der Kunde und nach welchen Kriterien entscheidet er sich am Ende des Tages eigentlich für mich oder gegen mich. Dementsprechend machen Sie regelmäßig eine One-Bit-Lost-Bit-Analyse, um sich zu fragen, was sind wieder die Gründe gewesen, dass wir es gekriegt haben oder verloren haben. Im Blogbeitrag, den Sie unter dem Video finden, sehen Sie auch nochmal die anderen Blogbeiträge zum Thema UVP und Ähnliches. Nummer 4. Spitzenverkäufer setzen hohe Preise durch. Finde ich total spannend. Das sagt sich immer so locker flockig. Ich liebe nach wie vor einen Begriff von Martin Limbeck. Der hat mal gesagt, wie preisstolz sind Sie eigentlich? Sind Sie preisstolz? Oder haben wir eigentlich eine Preisliste und geben nachher sowieso immer Rabatte? Ich höre immer von ganz vielen Menschen, wir müssen ehrlich sein. Ehrlichkeit ist ein ganz hohes Gut. Mal ehrlich nachgefragt, wenn wir Rabatte auf eine Preisliste geben, was ist denn das eigentlich für ein Signal? Das heißt, der Originalpreis auf der Preisliste war ein Beschisspreis. Eigentlich wollten wir den Kunden bescheißen mit unserer Preisliste. Wir mussten dann was nachgeben, damit es denn doch nicht ein Beschiss ist. Oder wer nicht nachfragt, der hat halt Pech und wird beschissen und andersrum. Also das ist so ein bisschen provokativ jetzt mal in den Raum geworfen, aber wie häufig und auch leichtfertig geben wir auch durchaus Rabatte. Und ich liebe den Punkt von Dirk Kräuter, der mal so gesagt hat, Preisnachlässe sind immer der letzte Punkt auf so einer Skala von 1 bis 5. Und da gibt es mindestens 4 Punkte davor, die du durchhalten musst, bevor du einen Nachlass gibst. Ja. Wie gut können Sie hohe Preise durchsetzen? Nummer 5.
Spitzenverkäufer übertreffen regelmäßig die Erwartungen ihrer Kunden. Das sind manchmal so, wie häufig gehen Sie eine extra Meile? Ich finde das total cool. Dirk hat mir das Buch im Januar im Rahmen des EFK-Treffens gegeben. Und natürlich ist eine Signatur drin. Okay, cool. Dann kommt aber noch eine Karte. Natürlich beides handschriftlich, ist auch klar. Mit einer kleinen Botschaft. Das ist extra Meile. Denken Sie mal an Ihre letzte Weihnachtskartenaktion, wie viel extra Meile Sie da gegangen sind oder wie viel Standardzeug da schon wieder dabei war. Nummer 6. Spitzenverkäufer orchestrieren ein Team. Wir reden heute alle immer von Teamansatz und im Key Account Management wissen wir alle, one face to the customer ist schon seit Ewigkeiten tot. Punkt. Ja, Kunden wollen nach wie vor eine Nummer gegen den Kummer haben. Alles in Ordnung. Ein Kümmerer. Alles in Ordnung. Aber wir sind als Einzelkämpfer nicht mehr erfolgreich bei Key Accounts. Es ist immer ein Teamansatz, weil entlang der Customer Journey einfach ein Kunde mit ganz vielen unterschiedlichen Personen, Funktionen, Hierarchiestufen einfach auch Kontakte hat. Entweder sie orchestrieren das Ganze oder es gibt ein diffuses Bild alleine, weil der Kunde an verschiedenen Punkten einfach verschiedene Botschaften hört. Wie viel Zeit verbringen Sie als Account- oder Key-Account-Manager damit, intern die sogenannten Stakeholder, wichtige Kolleginnen und Kollegen, wirklich mit ins Boot zu holen, zu gewinnen und von Ihren Projekten auch zu überzeugen, um eine abgestimmte, one consistent message to the customer zu erreichen? Meine Frage, bei welchen dieser 6 Punkte sind Sie schon richtig gut aufgestellt und wo können Sie den nächsten Entwicklungsschritt gehen? Gedanke Nummer 3. Er hat ein Kapitel so ein bisschen mit der Überschrift strategisches Kundenmanagement nach Kundenwert. Und das finde ich ja so genial. Viele Unternehmen, eigentlich alle kann man mittlerweile sagen, haben irgendwann mal so eine ABC-Analyse gemacht, garantiert auch in ihrem Unternehmen. Die Frage ist nur, haben sie eigentlich eine ABC-Analyse gemacht oder haben sie auch Konsequenzen daraus abgeleitet? Ich kenne ein Unternehmen aus dem DAX, die haben sogar das so extrem gemacht, sie haben dann irgendwann ABC-Kunden festgelegt und dann war es aber auch klar hart kodiert in der Software, in der IT. Sie konnten als Verkäufer, wenn sie irgendwann einen Kunden bedient haben und sagen, Mensch, du bist doch mein Freund, du bist mein Herz allerliebst, ich mache dir die Lieferung kostenfrei. Sie konnten es gar nicht einstellen ins SAP, weil es war, solche Serviceleistungen waren einfach geblockt für einen C-Kunden. Punkt. Egal wie gut die Beziehung vor Ort war. Punkt. Das ist systematische Kundenbau nach Kundenwert. Von daher wirklich eine saubere ABC-Analyse zu machen. Ja, ich glaube aber, und das ist meine Ergänzung dazu, dass wir zunehmend auch eine klare Kundensegmentierung durchführen müssen. Achtung, nicht nach Branchen, nicht nach Regionen, sondern nach Kaufverhalten. Weil wir heute einfach Kunden haben, die sagen, hey, ich schätze den Mehrwert, den du mir bietest, wirklich als Wert ein. Wir haben aber auch Kunden, auch Key Accounts, die hauen regelmäßig ein, zweimal im Jahr eine Ausschreibung raus, der günstigste bekommt, der liefern kann, bekommt, fertig ist. Das ist eher eine opportunistische Beziehung. Das ist keine langfristige strategische Zusammenarbeit. Alle Kunden immer gleich zu behandeln, geht nicht. Beide als Key Account zu bezeichnen und gleich zu bedienen, würde was bedeuten? Sie würden jede Menge Leistungen bei einer opportunistischen Beziehung eigentlich als Sonderleistung reinbringen, würden keine Gegenleistung bekommen und machen Ihre Marge kaputt. Das heißt, achten Sie mal darauf, haben Sie wirklich eine saubere Klassifizierung, Segmentierung Ihrer Kunden. Das heißt, wir hätten auf der Spitze ganz weit oben wenige strategische Key Accounts. Achtung, wenn jetzt bei Ihnen schon viele Kunden Key Accounts heißen, nehmen Sie dann einen Begriff. Ja? Ist völlig egal. Strategic Accounts, wie immer Sie sie nennen. Aber Sie haben wenige strategische sogenannte Key Accounts. Mit denen können Sie auch gemeinsam wirklich Märkte entwickeln. Dort sind Sie auf einer Ebene unterwegs, wo der Kunde auch Ihre Leistung wirklich wertschätzt, bereit ist, auch ein Premium dafür zu zahlen. Wir haben darunter bestimmt garantiert ganz viele sogenannte Großkunden. Einige würden sie auch Key Accounts bezeichnen, wo es wirklich um viel Geschäft, viel Volumen geht, eine Überregionalität geht, wo wir auch sagen, diese Kunden können wir in einem normalen Flächenvertriebsansatz gar nicht bedienen, etc. Und dann purzelt das irgendwann mal so runter, wo man sagt, Kleinstkunden. Und die Kleinstkunden, Achtung, das ist aber ein entscheidender Punkt, werden sehr professionell dann über einen verkaufsaktiven Innendienst bedient oder auch über E-Business-Lösungen bedient. Aber haben wir das oder wie stark gehen wir immer noch mit der Gießkanne durch den Laden sozusagen?
Ich habe einen Kunden, der hat einen Vertriebskanal nur für Ausschreibungen. Der ist da sehr, sehr erfolgreich. Aber warum? Weil diese Truppe sich nur um Ausschreibungen kümmert. Die machen quasi 24 Stunden am Tag nichts weiter als Ausschreibungen. Und meine Botschaft bleibt, habe ich auch in einem anderen Blogbeitrag schon mal gesagt, man kann zum Beispiel auch SAP, Ariba und andere Geschichten nicht nebenbei machen. Entweder sind Profi da drin oder eben nicht. Und das ist der entscheidende Punkt. Soweit mal drei Gedanken, basierend auf dem Buch Sales Drive. Spannende Impulse da drin. Ich verlinke unter dem Video auch nochmal das direkt zu Amazon, wenn Sie da den kurzen Weg wählen wollen, um sich das Buch mal dort anzuschauen. Lieber Dirk, an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank für deine Impulse im Buch. Wie immer sehr, sehr, sehr wertvoll. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, gerne wie immer Kanal abonnieren, Daumen hoch und ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt erstmal viel Erfolg. Nein, ich habe noch einen vergessen. Und zwar habe ich noch ein Zitat vergessen von der Seite 159. Das würde ich Ihnen gerne noch mitgeben. Key Account Management hat eine sehr lange Tradition und ist dennoch für viele Unternehmen Neuland. Wie wahr, oder? In diesem Sinne, macht es gut, Ihr Hartmut Sieg.